Eigentlich müsste ich den Kredit jetzt zurückzahlen können. Hey. Ja, jetzt können wir 10.000 wieder aufnehmen, wenn wir wollten. Bevor wir das aber machen, gucken wir erstmal, was wir machen könnten. Ich würde ja ganz gerne so eine Bahn durch den Park bauen. Für jedes Alter. Das sind doch die Bahnen, die durch den Park fahren überall, oder? Die überall ihre Stationen haben. Oder fehlt mir die noch? Ich weiß es gar nicht. Wir könnten natürlich nochmal eine Forschung starten. Gut, wir haben so wenig Geld, wir dürfen nicht mal mehr forschen. Nun ja, so ist das dann. Ja, das ist erschreckend schlecht jetzt hier. Also da hätte ich gedacht, dass es mehr abwirft. Macht aber eher Minus. Ja, es kommt nicht so wirklich was dabei rum. Oh, das erste technische Problem haben wir. Und jetzt geht das Geld weg. Die kriegen ihr Geld wieder. Und jetzt werden wir heftig ins Minus kommen. Das ist das, was ich vorhin meinte. Der erste Ausfall. Ja, jetzt kriegen wir halt Minus. Obwohl, ich glaube, wir nehmen noch genug ein. Wir müssen die Zinsen nicht mehr zahlen. Aber wir sehen, dass wir wirklich Geld verlieren, wenn die da rausgehen. Winkt immerhin. Also das ist bitter und tut weh. Ja, das ist wirklich ärgerlich. Der Vorteil kann aber sein, dass andere Attraktionen dadurch ein wenig voller werden. Fass da nichts an, Junge. Nicht, dass dich da verletzt. Lass es doch einfach. Lass da ein Fach mal ran. Ja, und die verteilen sich jetzt. Die gehen hier essen und trinken. Oder die gehen halt hier rüber gleich zum Autoscooter. Auch das ist nicht verkehrt. Das Autoscooter kann auch Zulauf gebrauchen. So kommt dann halt an der anderen Seite wieder Geld rein und ja, der Verlust ist nicht ganz so schmerzlich. Die gehen hier auch in den Läden rein und sorgen dafür Umsatz. Also es ist, manchmal kann das auch ein nicht allzu großer Nachteil sein. So muss man sagen, Nachteil ist natürlich immer. Aber der muss nicht immer ganz so groß sein. Autoscooter müsste eigentlich immer voll sein. Hier können wir von der Zwischendecke gucken. Finde ich übrigens auch sehr cool. Hier sehen wir die Funken dann von den Bügeln. Ja, wissen wir doch mit dem technischen Problem. Hä? Achso, da. War das eine Forschung? Ja, sehr schön. Ja, und die sind halt hier rübergegangen zu den Toiletten, zu den Läden. Also von daher hat sich... Und jetzt kann ich es mal zeigen. Wenn man jetzt hier zum Beispiel ist und macht ein Selfie, wenn diese Tante nicht da wäre, dann wäre das eigentlich eine ganz coole Geschichte mit der Bank. Und das Geschäft wird gleich aufmachen. Der Techniker müsste hier schon vor Ort sein. Das gibt's ja nicht. Wo ist denn der? Braucht definitiv zu lang. Also der Techniker braucht zu lang. Das ist nicht in Ordnung. So, aus dem Kinderkarussell kommen sie raus. Ja, wir haben noch 900...
55 Leute. 955. Wir müssen dringend, dringend, dringend was tun. Wir holen uns jetzt Geld und bauen. Es geht nicht anders. Ansonsten könnten wir ja bald dicht machen, wenn das so weitergeht. Wir könnten das ja mal da hinten hin machen. Ganz ehrlich, hier haben wir so wenig. Wir brauchen hier Aktivitäten. So, man kann halt so oder so arbeiten. Wir könnten hier auch das ein bisschen anheben. Das geht halt auch. Mag ja bis zu einem gewissen Grad auch mal was anderes sein. So, ich würde sagen, das kann man mal so anbieten. Der Eingang hier hinten, der Ausgang hier vorne. Ja, es geht sogar runter. Sehr schön, das geht sogar. Und den Weg, ich bin mir noch nicht so sicher. Ich würde ihn gern orange haben hier. Ich gucke immer, wie ich eine gute Kurve hinkriege, aber letztendlich muss ich feststellen, dass ich das nicht kann. So, und dann machen wir noch so einen schönen Premium-Eingang hier. Der war hier vorne irgendwo, da Premium-Pass. Wir brauchen dringend neue Attraktionen, das stand ja fest. So wie es war, konnte es nicht weitergehen. Nee, Treppen sind doof. Die haben ja auch keine Treppen. So können wenigstens Rollstuhlfahrer auch rein. So, dann gehen wir da lang. Und dann eröffnen wir das. Und wir nehmen 10 Dollar. Ich habe keine Ahnung, wir nehmen mal 10 Dollar. Und dann lockt das hoffentlich auch wieder Leute an. Wir sind noch 900 Personen. Jetzt ist das auch noch kaputt. Eieieiei. Das ist dramatisch. Das ist wirklich dramatisch. Immer mehr Personen gehen auch. Also wir sind da jetzt ein bisschen drauf angewiesen. Können wir uns eine Achterbahn leisten? Wahrscheinlich nicht. Naja, wir könnten uns das Ding hier leisten zumindest. Wäre ja für den Anfang nicht so schlecht, ne? Dragon. Ja, ich würde ihn gern haben. Da müssen wir natürlich einen Eingang machen. Der darf hier sein, der Ausgang. Der darf hier sein. Und dann gucken wir mal, wie wir den Eingang machen. Ich, Dragon, da passt das hier so zu, finde ich. Ja, das wäre super, aber das ist nicht meine Vorstellung. Nein. Nein. Hä? Boah, das sieht auch cool aus, aber es ist nicht meine Vorstellung. Wie werden wir Herr der Lage? Ich glaube, ich muss das andersrum bauen. Ich glaube, so kann man das machen. Und wir machen hier auch keinen Premium-Pass hin. Das finde ich ein bisschen albern. Und runter darf es hier auch mit.
Da geht der Ausgang nicht. Was ist das für eine Verarsche? Verstehe ich jetzt nicht. Ah, so, okay, das sieht ja cool aus. Umso besser. Wir können aber mitfahren. Das sollte Besucher anlocken. Denn wir haben einen massiven Besucherschwund und da müssen wir gegenwirken. Und es ist unsere erste kleine Achterbahn. Wir haben sie nicht selber gebaut, aber hey. Finde ich jetzt auch ein bisschen langwierig. Also jetzt eine Achterbahn zu bauen, wäre jetzt fürs Erste ein bisschen krass. Wir nehmen jetzt schon 2 Stunden und 15 Minuten auf. Und das fühlt sich runter. Das sieht auch gut aus wie mit dem Dach. Also ehrlich gesagt, das ist eine sehr gute Bahn. Finde ich sehr cool. Ja, gefällt mir. Sieht sehr cool aus. Die würde mir wahrscheinlich echt auch Spaß machen zu fahren. Wir haben nur noch 952 Besucher drin. Und weil ich dumm bin, ich könnte ja schon mal einen zweiten Wagen machen. Ach, es ist ein zweiter da. Okay. Hey! Und ganz ehrlich, wir können es jetzt schon teurer machen. $8 werden da locker bezahlt für. Es war eine sehr, sehr teure Attraktion. So, und das wird sich rumsprechen und dann werden hier auch dementsprechend die Leute kommen. Wir sehen es, da kommen sie schon alle. Aha. Wo sind wir hier? Ja, wem wird die Gästeanzahl steigen? Hier ist immer noch rot. Das ist dramatisch. Wir brauchen dringend hier den Techniker. Ich weiß nicht, was hier los ist. Normalerweise geht das recht fix. Unser ganzes Geld ist auch weg. Also, boah, trotz des 10.000 Euro Kredits, Dollar Kredits. Alter, wo ist dieser dumme Techniker? Personal. Ach, wir haben nur einen. Ja gut, ein zweiter wäre sinnvoll. Gerade weil es jetzt zwei Baustellen gibt, wäre wahrscheinlich sogar ein dritter sinnvoll. Aber hey, wir können uns das ja leisten. Ja, wir werden jetzt hier nicht noch mehr Techniker einstellen. Die sind, wie gesagt, auf Dauer sehr teuer. Dafür sind die Tassen mal endlich ein bisschen beliebter. Ist ja auch schön zu sehen. Ja, wer hätte es gedacht, dass die Tassen mal halb voll werden? Also ich ehrlich gesagt nicht vorher. Ja, und hier haben wir diesen schönen dicken Weg. Der geht dann halt dahin. Das ist in Ordnung. Wir könnten jetzt noch... es wurde ja eh verlangt. Wir könnten jetzt noch ein Toilettenhäuschen hier hinbauen. Da gibt es das zum Beispiel. So, einmal so. Und hinten müssen wir Weg machen. Nicht genügend Geld. So, das haben wir auch. Dann haben wir hier nämlich auch ein Toilett. Und die Leute zahlen es locker.
Die zahlen es auch locker. Ich weiß nicht, wie hoch wir hier gehen können. Wir lassen es mal auf 8. Ich glaube, das ist schon recht teuer. Die Leute müssen sich auch einmal hier hinten verirren. Das ist ja auch nicht ohne. Und jetzt müssen wir mal gucken. Der Kredit läuft halt auch. Also das ist auch nicht ohne. Und ehrlich gesagt, ich fand die Bahn wirklich gut. Ja, ist schon nicht schlecht, was hier los ist. Vor allem ist sie platzsparend. Das muss man auch sagen. Sie ist schon platzsparend. Ja, und jetzt füllt sich das hier. Man sieht, wie die Schare dahin gehen. Wir können den Preis ja doch mal anpassen. Wir passen ihn nochmal an. Hä? Wir können mal gucken, ob die auch bereit sind, 10 zu zahlen. Ich bezweifle es zwar, aber wir schauen mal. Ja, und die Toiletten sind hier auch sehr begehrt. Also auch gut, dass wir die da hingestellt haben. Oh, die zahlen das sogar. Ja, ist immer noch kaputt. Ich weiß. Wir sind dran. Ja, und die Scharen kommen jetzt von allen Seiten hier. Jawohl, aber das ist schon mal repariert und hier ist er ja dran. Jawohl, die dürfen alle raus. Sehr schön, endlich. Die haben auch lang genug festgesessen. Ja, und einen Premium-Gang brauchen wir hier nicht. Das ist hier Schwachsinn. Das lohnt sich nicht. Auf jeden Fall bringt dieses Ding jetzt auch gut Geld ein. Wenn wir uns das mal angucken, was die da alle jetzt zahlen gerade. Allein das waren ja schon 150 Dollar ungefähr. Nur diese eine große Gruppe hier in der Mitte, die hier. So roundabout. Und man sieht, der Drache füllt sich. Das ist auch schön zu sehen, so soll es auch sein. Und wir können ja mal mit diesen Vollen dann mitfahren. Naja, voll ist er voll? Nee, der ist nicht ganz voll. Wir nehmen mal einen Vollen, der nächste dürfte voll werden. Und jetzt sehen wir, wie Kohle reinkommt. Und wir haben 1200 Besucher und hier sehen wir halt auch schon unsere Finanzstatusse. Ja, da müssen wir noch ein bisschen abbezahlen. Wir gucken, ob der voll wird. Würde ich fast erwarten eigentlich.